Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu Retro Panda quält sich. Und heute ist mal wieder ein Super Nintendo Titel dran. Und zwar der Dennis hat sich das Spiel gewünscht. Cliffhanger, ein klassischer Film, den ich persönlich nie gesehen habe, fällt mir gerade auf. Aber ich weiß, mit Sylvester Stallone. Grundstory ist, glaube ich, er ist irgendwo am Berg gestrandet und muss sich da irgendwie durchkämpfen. Ne? Also die üblichen Actionfilme der zu der Zeit, frühen 90er, die hatten nicht unbedingt die überkomplexeste Story dahinter. Aber seltsamerweise hat dieser Film es auch auf diverse Plattformen geschafft. Also es gibt einen Gameboy-Titel, der ist scheiße. Ich glaube, es gibt einen NES-Titel und auch diesen Super Nintendo. Ich glaube, auf Sega-Konsolen ist das auch ähnlich erschienen. Deswegen würde ich sagen, genug der langen Vorrede. Wir schauen einfach mal rein. Ne? Mal gucken, was uns hier erwartet. Okay. Ja, es sind halt Leute gefangen, offensichtlich. Und wir machen uns wahrscheinlich auf, um sie zu retten. Ich weiß, Überraschung. Oh, okay. Okay, es fängt als Sidescroller an. Boah. Okay, was kann ich machen? Hier schlagen, treten, hier springen. Was macht der Knopf? Blocken. Okay, immerhin mal ein Beat'em'up, wo man blocken kann. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Gucken wir mal. Musik ist durchschnittlich. Boah. Also es läuft alles... Boah. Alter! Okay, das ist in jedem Beat'em'up so, wenn man in eine Ecke gedrängt wird. Das ist cool, dass man hier so nach hinten boxen kann. Also, zack, zack. Okay. Es ist auf jeden Fall nicht sehr einfach. Das muss ich schon mal sagen. Boah. Alter, was für eine Reichweite hat der denn mit seinen Messern? Zack. So, zack, zack. Aber die Gegner halten auf jeden Fall schon ziemlich viel aus, muss ich sagen. Also einfach ist das Spiel definitiv nicht. Das muss ich gestehen. Zack. Okay, also man kann hier anscheinend auch so mit Schwung arbeiten. Ja, also bisher Ersteindruck, muss ich sagen, keine Komplettkatastrophe. Aber auch irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war man hier zu sehr in die Ecke gedrängt fühlt, aber wie gesagt, das ist natürlich bei Beat'em'ups. Also, es fühlt sich alles so etwas schwerfällig an, ne? So ein bisschen, ihr seht es an den Bewegungen und so weiter. Es wirkt halt nicht sehr dynamisch. Also wenn ich da so andere Beat'em'ups spiele, mir anschaue, wie Turtles in Time zum Beispiel, da ist das alles irgendwie fluffiger, nenne ich es mal. Fluffiger. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack. Was war das denn? Was war das denn? Zack, zack. Irgendwie ist er diesen Messerschwing-Loop, nenne ich es mal, irgendwie gefangen gewesen. Und es ist aber schön, dass der Gegner dann da brav gewartet hat und nichts gemacht hat. Es ist ja auch so ein Actionfilm-Klischee, ne? Dass die Leute sich dann immer hinten anstellen, um den Guten zu besiegen. Okay, das ist hier natürlich einfach. Immer wird es auch hier schön angezeigt, wenn sie nicht verwundbar sind. Okay. Okay. Jetzt müssen wir da rüber springen. Muss ich wahrscheinlich mit Anlauf machen. Okay, wie laufe ich? Also mit... Nach links kann ich laufen. Okay. Und zack. Okay, damit geht's. Macht Sinn. Muss man aber auch erstmal erfahren, sage ich mal. Wobei natürlich ein Beat'em'up, ne, so Jump'n'Run-Einlagen, genau das braucht man. Egal bei welchem Beat'em'up, jedes Mal wünsche ich mir, ja, mehr Sprung-Einlagen. Das würde dich jetzt ernsthaft helfen. Immer dieselben Gegner. Oh, dann habe ich neue. Oh, da ist der ohne Messer mal in Rot gewandelt. Ich wollte gerade schon sagen, relativ eintönige Gegner hier. Boah, wie komme ich denn jetzt weg? Zack, boah. Alter. So, einmal Fresse treten, einmal schlitzen. So, aber ja, es wirkt irgendwie, jetzt schon wieder springen. Es wirkt irgendwie lieblos gemacht. Also, das Gameplay ist, sag mal, solide,
im Sinne von, hey, sie machen jetzt nichts komplett falsch, die Tastenbelegung und so weiter, die sind alle okay. Aber es wirkt so formelhaft, ne? Hier, da springen, jetzt wieder zwei, drei Gegner bekämpfen. Und, oh, Alter, wie soll ich denn an den hier rankommen? Mann, ey. Es ist halt einfach alles super schwerfällig. Kann man sagen, was man will. Also den klassischen Trick zum Bildschirmrand drängen und einfach kaputt treten. Versuche ich. Oh nee, ne? Was habe ich gerade zu Sprungeinlagen gesagt? Hm. Na komm. Entweder bin ich irgendwie komplett so doof oder dieses Laufen, das kann ich gar nicht zuverlässig ausführen. Okay, es war nicht so schlimm wie gedacht. Ich glaube, ich hätte noch nicht meinen Anlauf nehmen müssen. Ich versuche mal hier, in jedem Beat'em Up kommt man mit Sprungkick eigentlich immer relativ weit. Mal gucken, ob ich das hier auch hinkriege. Also, ich weiß nicht, also... Es gibt ja auch den Messertypen in Rot. Also das scheint so Next Level zu sein. Alle sind in Rot gekleidet. Wow, wie kreativ. Wie fucking fantastisch kreativ. Muss ich sagen. Da muss man erstmal kommen. So, bam und bam, bam. Oh, diese Messerwerfer, um da erstmal ranzukommen. Jetzt bin ich hier gefangen. Oh. Und gefühlt blinken die Gegner, ich weiß gar nicht, aber gefühlt sind die Gegner länger unverwundbar als ich. Aber das mag jetzt nur Gefühl sein. Das muss ich nochmal genauer eruieren, nennt man das ja im wissenschaftlichen Dunstkreis. So, Messer. Hier muss ich jetzt hochklettern, ne? Das habe ich vorhin so im Autoplay gesehen. Ach, war das jetzt ein Checkpunkt oder? Okay, mal gucken, wie das jetzt ist. Okay, das erinnert mich so gerade sehr stark an das erste Spider-Man auf dem Game Boy. Wie der Sch... Nee, nicht vor Anfang. Ich war doch bei dem Feuer. Hat das Feuer denn überhaupt nichts zu bedeuten? Halt mal. Das fällt mir jetzt erst auf. Was ist denn das für ein Soundeffekt fürs Treten? Ey, ich war doch beim Feuer. Warum ist das kein Checkpunkt? Okay, wenn man das Messer aufnimmt, ist man anscheinend verloren. Weil dann wird man hier kaputt gekloppt. Toll. Wunderbar. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Muss ich echt da... Und warum einmal hochklettert? Okay, er schießt. So gesehen ein bisschen logisch im realen Sinne macht's ja. Aber wir sind ja immer noch in einem Videospiel. Warum verletzt mich das nicht einfach? Warum fliege ich da runter und ist das Game Over? Was soll das? Also so viel Spaß macht hier dieser Part jetzt hier auch nicht. Dieser Trittsound. Wisst ihr was? Ich habe aber auch schon keine Lust. Ich hoffe, ich habe einen guten Eindruck auf das Spiel bekommen. Also es ist keine Frontalkatastrophe. So ist es nicht. Der hätte aber durchaus noch 2-3 Monate mehr Feinschliff gebraucht, denke ich mal. Aber die Grundtechnik ist okay. Es spielt sich zu langsam. Es ist undurchsichtig. Sprungpassagen, ich wette, die werden später noch schlimmer. Jetzt waren sie einigermaßen schaffbar, aber die haben jetzt meiner Meinung nach nicht viel zu dem zur Güte des Spiels dazu beigetragen. Finger weg. Wenn ihr mal ein Trash-Beat'em-up spielen wollt, okay. Aber so mein Ersteindruck ist, Finger weg. Aber vielen Dank für deinen Wunsch, lieber Dennis. Und ich wünsche an allen anderen und natürlich auch an dich, Dennis, noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschüss.